Letztes Jahr haben bei der zweifachen Jungmutter Jackie aus Wien-Donaustadt die Hochzeitsglocken geläutet. Nach nur 4 Monaten Beziehung hat sie Chris, den sie seit Kindertagen kennt, das Ja-Wort gegeben. Ich bin froh, dass sie ihr Glück gefunden hat. Sie kennen sich ja schon sehr lange. Ich habe an und für sich so kein Problem mit ihm. Mit Romanas Segen stand dem Eheglück somit nichts mehr im Wege. Zu Hause spielte Chris den liebenden Ehemann und Ersatzvater für Jackies Kinder Alessa und Giuliano. Jetzt muss schon ein halbes Jahr verheiratet sein. Einiges haben wir eh schon geschafft. Ja. Wenn man so nimmt. Mhm. Ist das so? Ja, stimmt eh, aber wir haben auch schon viel gestritten. Ja, ist so halt in einer Ehe. Und so kam es leider, wie es kommen musste. Die Streitigkeiten zwischen Jackie und Chris eskalierten. Die Ehe war schon nach 6 Monaten am Ende. Es ist vorgefallen, dass er mir ein blaues Auge gehabt hat. Und ich dann gesagt habe, nein, geht nicht mehr. Hast du schon mal gefragt, was du ihm Gutes da hast? Genug, ja. Sagt er. Aha, und dann schlag ich eine Frau. Und dann bin ich best zu den Kindern. Sie habe ja von Anfang an gesagt, dass der Mensch eigentlich für sie nichts ist, ist ein Psycho. Robi! Was ist das? Was ist das? Giuliano, nicht aufmachen! Nicht aufmachen! Nicht. Ich mach komm auf. Hallo, Schaki. Darf ich bitte reinkommen? Nun holt Jackie plötzlich die Vergangenheit wieder ein. Dominik, Jackies Ex-Freund und Kindesvater von Alessa, tritt wieder in ihr Leben. Und solche Männer lassen mir einfach die Sache. Ja? Der nicht arbeiten gehen will, der kriminell ist, der mich bestohlen hat. Ja? Er ist 24, das Einzige, was er hat, am Boscher. Also ich muss sagen, ich habe ihn von Anfang an nicht wollen. Dominik und Romana, Feinde fürs Leben. Leider ist es dann so gekommen, dass er mich eigentlich bestohlen hat. Er hat mir eigentlich meinen Schmuck gestohlen. Er hat von meiner Bankomatkarte abgehoben. Und das sind einfach Dinge, wo ich sage, nein. Also ich habe ihn dann auch angezeigt. Und das Ergebnis ist, dass er für 8 Monate ins Gefängnis muss. Doch das bedeutete für Jackie und Dominik noch nicht das Liebesaus. Ohne das Wissen von Romana waren die beiden weiterhin ein Paar. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich will mir kein Baby machen. Gesagt, getan. Während Jackie mit ihrem zweiten Kind in den Wehen lag, musste Dominik seine Haftstrafe bereits antreten. Das Ergebnis ihrer Liebe? Die kleine Alessa. Was machst du da? Deine Mutter hat mich angerufen. Wie ich einen Dominik das erste Mal gesehen habe, es war komisch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich freuen soll oder angefressen sein soll. Ich weiß es nicht. Ey. Ja, der Domi ist da. Du hast ihn mal angerufen und er gesagt. Ja, ist richtig. Ich werde dann so mal rum. Hallo, servus. Zurück in Wien-Donaustadt. Jackies Ehe ist in die Brüche gegangen und Ex-Knacki und Ex-Freund Dominik stand plötzlich vor ihrer Tür. Doch warum? Schau, wer da ist, Giuliano. Der Dominik. Wenn Romana Kontakt zu mir sucht, hätte ich mir nicht erwartet. Aber dann, wie ich mich mit ihr getroffen habe, habe ich mir schon gedacht, warum. Ich glaube, weil Romana keine Chance gehabt hat, dass sie irgendwie zu ihr rankommt, dass sie über mich probiere. Und was mich halt irgendwie interessieren würde, ist, dass ihr zwei da irgendwie am Plan Hinterrucks ausgeheckt habt. Das Ganze ist so zustande gekommen. Ich habe mit der Babsi geschrieben und die Babsi mit Dominik. Und ich wollte das nicht über 3 Ecken. Und somit habe ich gesagt, wenn er einen Mut hat, dann soll er mir eine Freundschaftsanfrage schicken und soll mich dabei anschreiben. Dann hat er mir eine Freundschaftsanfrage geschickt, der Dominik. Und dann ist er mal lange nichts gekommen. Bin ihm entgegengekommen und habe ihm geschrieben, was er mir zum Sagen hat.
Und darauf hat sich der Dominik in erster Form einmal entschuldigt. Dann haben wir eben so geredet, eben wegen früher. Es ist mir das eben leid, was ich da anhabe, und dass ich mir nicht mehr gut machen kann. Aber ja, sie ist dann nicht nachtragend. Und ja, daneben wegen meiner Tochter, ob ich sie sehen will, weil der Chris macht Probleme. Ja, und dann haben wir sich getroffen. Er hat das Recht auf sein Kind. Er zahlt brav, er hat keine Probleme gemacht beim Zahlen. Ich meine, das macht auch nicht jeder, wenn man rauskommt, ja, dass man sich gleich kümmert drum. Und das finde ich einfach total in Ordnung. Ja, und warum hast du dich nicht bei mir gemeldet? Warum? Weil mich normal verheiratete Frauen nicht interessieren. Das ist aber dein Kind. Ich war stur und mein Stolz. Deswegen habe ich mich bei dir gemeldet. Soll okay sein. Ja, so ist es auch. Ja, ich sage ja nichts, ich bin ihm ja auch nicht böse, gar nichts. Wir sind ja auch nicht im Streit auseinandergegangen oder sonst irgendwas. Ich habe deswegen Dominik angerufen, weil ich der Meinung bin, dass er da einfach gut tut und dass er einen Bezug zu seinem Kind kriegt. Ja. Okay. Bei Doppeljungmama Jackie stand Ex-Freund Tommy plötzlich vor der Tür. Zuletzt war er im Gefängnis, da er unter anderem Jackies Mutter Romana bestohlen hat. Jackies Alessa ist von ihm. Er sieht die Kleine heute zum ersten Mal. Was sagst du hier? Die Kleinen? Ich liebe es, aber klein ist sie, sehr alt. Ach so, weil wir zwei groß sind, oder wie? Kannst du nicht ein Riesenkind erwarten, wenn wir auch klein sind? Hey! Mann! Du schraubst so. Bin ich nicht, das ist nicht wahr. Ja. Ist bei dir Nettigkeit, Anna? Ich bin ja eh nett. Die Beziehung zwischen mir und Tommy hat sich ja eigentlich nur deswegen gelöst, weil er einen Blödsinn gemacht hat. Und ich dann gesagt habe, ja, wenn ich ihm draufkomme, dass er das macht, dann komme ich ihn nicht mehr besuchen. Und er hat sich dann aber auch nicht mehr gemeldet, Tommy. Und ja. Und was stellst du jetzt vor? Was ich mir vorstelle, ich will mein Kind besser kennenlernen. Natürlich finde ich schade, dass ich nicht bei der Geburt meiner eigenen Tochter dabei sein habe können. Vieles verpasst habe, aber naja, das will ich jetzt nachholen. Und du weißt, wenn es um dein Kind geht, du hättest dich jederzeit bei mir rühren können. Ja, aber ich bin erst entlassen worden. Ich habe auch Zeit für mich gebraucht. Du hast eh lang genug gehabt drinnen. Das war was anderes im Leben. Ja, ich hoffe halt, du hast gelernt daraus. Oma, komm her. Einerseits habe ich schon gelernt, ja. Was ist einerseits? Ja. Na, bevor ich einen Blödsinn mache, überlege ich gerade viermal, ob ich den tue oder nicht. Das ist überhaupt kein Blödsinn zu machen. Was sollst du denn denken? Dass ich einen Blödsinn mache? Nein. Wird gut sein. Meine Situation jetzt nach der Haft ist, ich bin 2 Monate jetzt draußen. Ich schlafe jetzt bei meiner Mutter wieder daheim. Wohnung sollte ich auch in ein paar Monaten bekommen. Ja, Arbeit suchen bin ich. Möchtest du noch mal eine? Nein, so schnell nicht, nein. Was heißt so schnell nein, nicht? Nein. So schnell nicht? Nein, nein. Also am Anfang war die Zeit im Gefängnis schwer. Sehr schwer, aber nach einer Zeit gewöhnt man sich dran. Ich muss das komplette Leben umstellen. Was ist da denn wichtiger? Mein Kind. So sollte es auch sein, oder? Also rein will ich unbedingt nicht, nein. Nicht noch einmal. Aber ja, keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Zweifach Jungmutter Jackie hat überraschend Besuch von ihrem Ex Tommy bekommen, der auch der Vater ihrer Tochter Alessa ist. Jackies Mutter Romana hat ihn eingeladen. Er ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und sieht seine Tochter heute zum ersten Mal. Ich meine, ich sag's ganz offen und ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wie ich mit der Situation am besten umgehen soll. Ich bin erst seit kurzem von Chris getrennt, jetzt
tauchst auf einmal du wieder in mein Leben auf. Ja. Wir können ja dabei eine Freundschaft haben. Ich will für meine Tochter da sein. Sie wird dich da auch unterstützen, damit es dir wieder besser geht. Danke. Ganz ehrlich, normalerweise, nach dem, was ich dir angetan habe, solltest du mich nicht einmal mehr mit deinem rechten Ohr schauen. Hey. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass du da bist. Natürlich habe ich eben alles mitbekommen durch drei Ecken. Ja, und dann, wie es geheiratet hat, wie ich dann erfahren habe, mit wem sie heiratet, wie es mir dabei gegangen. Zuchtet bin ich im Vogelarzt noch rausgehabt. Ich sage einmal so, Jacqueline, egal was du jetzt da hast oder nicht, ich glaube, zwar hat sich beide nicht schuldig geblieben. Und ich denke mir, dass der Dominik, und das haben wir immer schon gesagt, ja, er war immer gut und ruhig. Also er ist nie handgreiflich geworden, er ist nie aggressiv geworden. Aber immer die Ruhe selbst. Und das ist auch das, was ich zum Chris vor knapp einem Monat gesagt habe, wie wir gestritten haben. Ich habe zu ihm gesagt, der Dominik und ich, wir hatten nicht viel, aber ich war wenigstens glücklich. Hut ab auch von Dominik, dass er in der schweren Zeit auch jetzt der Jacqueline hilft. Ja? Weil er könnte genauso gut sagen, ja, hast du selber ausgesucht. Ja? Und das tut er aber nicht. Ich musste mich beim Chris auch immer schminken. Jeder hat zu mir gesagt, ich schaue aus wie ein Transvestit. Und ich habe immer gesagt, ich schaue aus wie eine Prostituierte. Und ein jeder weiß, dass ich eine bin, die was sich nicht gerne schminkt, dass ich eigentlich natürlich sein möchte. Und nicht bis da oben das Blau oder Rosa und weiß ich nicht was. Und dann den schwarzen Rand um die Lippen. Als brave Ehefrau hat Jackie sich Chris Wünschen natürlich gefügt. Na, was ist das für ein Psycho? Entweder ich bin so, wie ich bin, ja. Aber was immer der vorkommt, die wollen auch gern möchte, dass er auch zuhört, dass in der Art, so kommt er mal vor. Er weiß, wo er da hingehört, in einer Gesperre, in einer richtigen Psychoanstalt, tut keiner hin. Und vor allem ist, es hat ihm nicht einmal sein Kind verändern können, die 5 Jahre alt ist, ja. Was soll ihm dann verändern? Ein Therapeut oder was? Niemals. Ja, jetzt bin ja ich schuld, dass er sein Kind nicht mehr bekommt. Wir sind immer alle anderen schuld, nur er selber nicht. Und ich habe mehrmals mit ihm gesprochen und ich habe gesagt, dass es krank ist, dass man jeden Tag diskutiert. Ich würde auszucken, ich würde die Krise kriegen. Wenn ich heimkomme und der macht schon Mund auf. Und es hat schon Tage gegeben, da wollte ich gar nicht mehr heimkommen. Ja, da bist du aber selber schuld, du hast den Schlüssel gehabt und du hättest jederzeit kommen können. Habe ich dir immer wieder gesagt, Jacqueline. Ja. Was willst du heute den Jungen sagen? Wenn du denen was sagst, glauben sie es eh nicht. Du musst denen wirklich die Erfahrung machen lassen, indem das regelrecht merken oder selber draufkommen, dass es eben nicht der Richtige ist oder die richtige Entscheidung war. Jeden Tag habe ich mal anhören können, ja, du hast ja lieber einen Tommy und du befriedigst lieber einen Tommy und was weiß ich was alles. Dieser Psychotyp. Ich habe es dem Tommy sogar vorhin gezeigt, die WhatsApp-Nachricht, wie er geschrieben hat. Ja, wartest ja nur, bis der Tommy rauskommt. Weil du liebst ja eh deinen Tommy. Du bist ja viel lieber bei deinem Tommy. Geh zu deinem Tommy, lass dich ficken von deinem Tommy. Solche Sachen habe ich mir jeden Tag anhören lassen können. Ich habe auch gewusst, wenn ich rauskomme, dass die zwei nicht lang zusammenbleiben. Zurzeit ist Gefühlschaos. Zu helfen, was auch sonst, muss wohl auch die Motivation von Jackies Mutter Romana gewesen sein, als sie Tommy, Jackies Ex und Vater ihres zweiten Kindes, zurück in das Leben ihrer Tochter geholt hat. Da er nach seiner Haftentlassung bereit ist, für sein Kind zu zahlen, ist er plötzlich okay. Wenn der Dominik das alles nicht gemacht hat, war das alles nicht so weit gekommen. Hätte da viele Erfahrungen erspart, aber leider alles hat seinen Sinn im Leben. Und ich denke mir, Dominik, Bess war eigentlich nie zu dir, oder? Könntest du dich jemals erinnern, dass ich Bess war oder dass ich mich eingemischt hätte? Wir können uns erinnern und können das auch belegen. So was kann ich nicht mehr leben, auf sowas spucke ich noch mal drauf. Ja. Ja, ich hab schon gefragt, ob er vielleicht einen goldenen hat. Ich hab keine Ahnung. Er ist nichts, er kann nichts. Er ist einfach ein Rotz und bleibt ein Rotz. Ja. Jacqueline, wach auf! So was lässt du mit dir umgehen? Auf sowas steige ich drauf. Alles, was im Hefe mal war oder mit Gift zum Tun hat, weg damit. Sowas ändert sie einfach nicht. Wird sie nie ändern, das ist bewiesen. Und wenn sie das Härte nicht dazu hat, dass sie ihn gehen lässt oder versucht, ihn noch mal zu nehmen, dann sorge ich als Oma, dass der Giuliano wegkommt. Jackie stand immer in der Mitte und litt eine Zeit lang sehr unter dem Druck ihrer Mutter.
die es irgendwie aber sicher gut gemeint hat. So wie wahrscheinlich auch jetzt. Dennoch war sie es, durch deren Anzeige Domi erneut ins Gefängnis musste. Ich war nie boshaft, nur irgendwas. Nur bei mir gibt's einfach die Gerechtigkeit, Jacqueline. Und die muss einfach sein. Und es ist klar, heute sagen sie mir, Dominik, danke, dass du bestohlen hast, du sechst einmal wieder. Hättest du das erwartet? Nein. Aber er ist wenigstens so fair, dass er gesagt hat, ja, war nicht leibend von mir, ich hätte mir das erspart, aber ich hab einfach daraus gelernt. Und gut war's, weil wer weiß, hätte er die Anzeige nicht geschnupft oder irgendwas, sage ich jetzt einmal, war es so weit gar nicht gekommen und dann weiß man nicht, was aus dem Dominik geworden wäre. Also, wie ich im Gefängnis war, hat es mich schon verändert. Also, wenn ich jetzt was mache, überlege ich 3-4 Mal, bevor ich was tue. Halb in der Nacht bin ich mit Dominik gesessen. Sind wir alle drei am Balkon gesessen. Sind wir zu dritt am Balkon gesessen und ich habe ihm eine halbe danach gefragt, ob er es war oder nicht. Und er soll so fair sein mir gegenüber und sagen, wo der Schmuck ist. War es so oder war es nicht so? Jawohl, sicher. Ja, und du hast es abgeschrieben. Ich weiß, dass ich danach noch einmal gefragt, ob es du warst. Du hast doch mich angelogen, bis ich dann den Pfandschein gefunden habe. Und dann konntest du nicht mehr aus. Ja, sicher, wer gibt in erster Linie vor Angst was zu? Ist eine normale Reaktion. Ja, aber allein das ist das, was ich auch zu ihm gesagt habe. Hätte er mich geliebt, hätte er mir wenigstens die Wahrheit sagen können. Und du hättest deiner Mutter dann die Wahrheit gesagt? Nein, ich hätte es anders gemacht. Na, was hättest du dann gemacht? Ich hätte den Schmuck rausgeholt und hätte ihn wieder zurückgelegt. Na genau. Das hat ihm, ich würde es nicht sagen, gut getan. Ja, es ist nicht schön, wenn man im Gefängnis ist. Aber ich sage einmal, vielleicht hat es kommen müssen, so weit, dass er jetzt daraus gelernt hat. Ja, sicher, du, wenn ich jetzt so die Schacke anschaue und alle und die Kinder, tut es mir schon leid, dass ich das getan habe und dass ich irgendwie den Blödsinn alleine lassen habe. Ja. Schau, ich denke mal, viel diskutieren bringt jetzt nichts, Jacqueline. Du kennst mir das, was war, das war. Du weißt, ich kann vieles verzeihen, aber was ich niemals verzeihen kann, ist eine Gewalt. Das werde ich niemals verzeihen, weil es greift niemand mein Fleisch und mein Blut an. Und das hat der Dominik nicht getan. Und all das, was war, ist vergessen. Die Strafe hat er gekriegt. Und ich denke, was er jetzt macht, ja, wichtig ist einmal, dass der Zusammenhalt da ist, dass der letzte einen Bezug kriegt. Was mit euch zwar dann ist oder nicht, ist mir im Grunde genommen egal. Mir geht es um die Alessa, dass auch sie ihren Papa hat. Weil du wolltest da mehr von deinem Papa haben und hast das leider nicht bekommen. Und alles andere wird man sehen. Und vor allem ist, du musst froh sein, dass er jetzt in deiner schlechtesten Zeit eigentlich für dich da ist und der Ruhepol ist, ja, und dir ein bisschen wieder runterholt und zur Vernunft bringt. Dass ich jetzt sage, ich gehe sofort mit einem Tommy zusammen. Nein. Und das will ich auch nicht. Wir haben beide gesagt, bleiben wir bei Freunden und schauen mal, was sich ergibt.